Die einzige Herausforderung, die ich jetzt zum heutigen Tag sehe, ist viel mehr, ist diese Aufbruchstimmung und diese positive Grundstimmung und diese grundsätzliche Bejahung zum Leben, zum Weitermachen, die auf jeden Fall da ist. Die kreative Bejahung zum Leben vor allen Dingen, dass wir die nächsten Jahre durchhalten. Und jeder ist jetzt froh, wenn es vor ein Ding nach dem anderen aufgeht. Sehr spart Apotheke drauf. Ne? Sind schon Fragen gekommen, braucht man nicht wieder nach Unterminken oder Schwäbisch Hall oder so und auffahren. Dann hat der Doktor wieder aufgemacht, auch mal nicht mehr fortfahren. Jetzt haben wir wieder aufgemacht. Jetzt möchte ich dann die Spielwarengeschäft wieder auf, möchte die Bank wieder auf, das war auch sehr wichtig ist. Bank, da muss man ja einmal da fortspringen. Also wenn wir jetzt mal virtuell 5 Jahre weiterdenken, wird Braunsbach sicherlich in großen Bereichen toll saniert sein. Und zwar nicht nur toll, sondern auch nachhaltig saniert sein. Menschen, die dann kommen, werden, so Gott will, nichts mehr von der Flut sehen. Aber Menschen, die kommen, sollen einen Eindruck bekommen, wie die Flut war, dass man einem das bewusst wird, dass die Natur halt doch immer stärker ist wie der Mensch und dass wir auch was tun müssen für die Natur. Also die Leute sind da ist jeder froh und ich denke, das ist da von der Sturzflut. Gut, es hängt irgendwo wieder, es hängt irgendwo hinter im Hinterkopf, aber nicht, dass da irgendwie noch alle da Betrieb sind oder so irgendwie, das sage ich nicht.